Salut et bonjour Sam, chers amis du Besenwagen. Ça y est, c'est la dernière semaine du Tour de France. Après avoir snobé pendant si longtemps cette jolie région qu'est l'Alsace, la Grande Boucle revient pour une petite étape qui se terminera sur le Markstein. C'est le tout dernier moment pour décider qui portera le maillot jaune sur les Champs-Élysées pour Tommy. Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, on verra bien. Et si vous avez peur de tomber dans le manque du cyclisme après, je vous rassure, il y a le Tour de France femme avec Tüft qui prendra le relais. Hop là! Vielen Dank fürs dieswöchige französische Intro. Auch für nächste Woche brauche ich nochmal eins und dann in weiblich. Also bitte melden nochmal, denn die Tour de France geht ja weiter. Danke auch an Rafa, wie jede Woche, fürs Ausrüsten vom Besenwagen seit jeher. So Jungs, und habt ihr die gestrige Show verkraftet? Paul hat nochmal Stöcke in die Speichen bekommen gestern von der Deutschen Bahn. Ja, mir wurde gesagt, jede vierte bis fünfte Fahrt, entweder fällt die aus oder man ist so sehr zu spät, dass es wie Ausfall ist. War bei mir jetzt die vierte in kurzer Zeit. Und ja, leider letzter Zug nach Berlin einfach gestrichen, ey. So ersatzlos auch. Und also, was das Geile ist, Reisebüro, also das Reisezentrum einfach zugemacht um 21 Uhr. Das ist halt so. Und wenn du dann, ich frage mich immer, wie das ist, wenn man nicht eine Kreditkarte hat, weißt du, oder halt einfach flüssig ist, dass man sich einfach ein Hotel nehmen kann erstmal. So, das ist schon nicht geil, muss ich sagen. Und so ein Zugticket. Definitiv, kannst du ja erstmal laufen, die erste Hälfte. So ein Zugticket ist auch nicht günstig. Finde ich irgendwie schon krass, dass du erstmal keine Hilfe bekommst. Oder zumindest habe ich jetzt gestern nicht wirklich Hilfe bekommen. Und diese 4 Stunden... die mir irgendwie jetzt dadurch, dass ich morgen im Zug saß, fehlen, merke ich gerade in meiner ganzen Organisation, in meiner ganzen Planung. Paul muss ungefähr 10 Räder auseinanderbauen und genau, nach Island fliegen. Früh nach Island und Wohnung sieht aus wie eine Bombe und ich muss ja vorpacken, weil ich komme ja aus Island zurück nach Berlin, muss dann mein Auto packen, dann nach Köln fahren, um dann 2 Wochen danach zu Deutschland zu fahren, aber vorher noch die Show mit euch aufnehmen, wo Fabian schon einen straffen Zeitplan hat und mir quasi feiern und welche Show eigentlich? Die Besenwagen-Show. Was ist kein das? Kein Podcast, auf jeden Fall. Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, bitte YouTube. Ich finde das interessant, dass Leute sich wirklich fragen, warum wir das machen und nicht einfach einen Podcast aufnehmen. Also kommt ja immer wieder so die Fragen. Aber bringt es auch noch als Audio raus? Nein, gibt es nur bei YouTube. Genau, nur zum Anschauen. Ja, warum machen wir das? Weil wir es cool finden. Genau. Und weil wir finden, das fehlt. Richtig. In good old Germany. Alemannia. Ja, wie fandet ihr es gestern Abend? War ganz nice eigentlich, oder? Ja. Schon mal ein bisschen besser als beim ersten Mal. Ich fand es beim ersten Mal schon gut. Also. War ein bisschen steil. Ich auch. Aber ich habe viel das Feedback bekommen. So, ich dachte eigentlich auch so, okay, war gut, vielleicht ein kleines bisschen schon lockerer als beim letzten Mal, aber die Feedbacks, die ich bekommen habe, die waren auf jeden Fall, die waren bahnbrechend. So habe ich es gar nicht wahrgenommen. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Kann man sich, ist ja jetzt dann schon fast wieder veraltet, aber eine kommt ja noch nächste Woche. Ja, und dann mal gucken. Mhm. Dann wahrscheinlich erst wieder nächstes Jahr, zu welchem Rennen auch immer. Ja, wir müssen ja immer ein bisschen Relation setzen. Wir nehmen heute mal montags auf und wenn du die Folge hier hörst, ist es donnerstags schon lange her, aber wir sind gerade noch voll unter den Eindrücken von Sonntagabend und ich hoffe, du hast diese Show bis jetzt schon geguckt. Wenn nicht, mach das und jetzt. Und die erste auch. Und dann nochmal. Und sag deiner Oma und deinen Cousins und Cousinen und allen Bescheid, dass sie das anschauen. Wenn du willst, dass es sowas öfter gibt, zu mehreren Rennen. Ja, und Andreas Stauf und ich gestern, nee, nicht gestern, tatsächlich, ich war im Dienste der Charity unterwegs, Andreas Stauf gestern nicht. Warst du heute unterwegs? Heute war ich unterwegs. Nice. Ich freue mich aber auch schon, dass das bald vorbei ist. Tour de Stauf, wie viel Kilometer von den 2100 Kilometern hast du jetzt? Ich glaube so 1,4 oder so. 1,4. Leider nur noch 6 Tage Zeit jetzt. Mhm.
Aber ich muss jetzt auch mal ein bisschen länger fahren, weil die ganzen Strecken, die ich jetzt schon hier zwei Wochen gefahren bin, die nerven auch so langsam ein bisschen. Vor allem, wenn man es täglich, also so alle zwei, drei Tage wäre gar kein Problem, aber so jeden Tag. Und es ist halt auch konstant Westwind, also du, ich fahre halt immer 2 Stunden Gegenwind, 1,5 Stunden zurück Rückenwind. Das ist so. Wind ist im Moment echt stabil, so wie er sonst auch immer ist. Ja, aber ja, also macht trotzdem irgendwie noch Spaß aktuell. Hausarbeit bleibt so ein bisschen liegen jetzt, aber manchmal reicht auch eine Bushaltestelle, um ein Meeting zu machen, habe ich gemerkt in den letzten zwei Wochen. Das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Ach ja, da ist halt der Westwind auch schwierig. Dann musst du auf jeden Fall ein gutes Plätzchen finden. Ja, ich habe schon so zwei, drei, eine so eine kleine Kapelle kenne ich, da kann man sich gut in Windgeschütz hinsetzen und zwei Bushaltestellen. Also. Ich muss das Mittwoch machen. Da habe ich schon einen. Charity Ride by Moni, Lotto Kernhaus, war eigentlich auch ganz nice. Ich musste leider halt super schnell weg, dass ich rechtzeitig zur Show und zum Aufbau da bin, aber ich habe die erste Gruppe angeführt. Ich habe dann dort auch erfahren, dass ich quasi die Strecke guiden muss, die ich noch nicht hatte zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe das gut gelöst. Nochmal danke an Nolli von Colonia Kids, der hat das mit mir gemacht. Und die, weiß ich nicht, 25 Leute, die mit uns mitgefahren sind, die mussten einfach mitfahren. Das hat auch sehr gut geklappt. Und wir sind mit dem 31er-Schnitt zurückgekommen und ich konnte rechtzeitig zur Show. Das war geil. Weißt du schon, wie viel da gesammelt wurde? Nee, keine Ahnung. Beim letzten Mal war es ja... Bonnie kann ja nochmal ein Update-Voicemail schicken. Ich schreibe mir das direkt mal auf. Ja. Ja, ein Thema, was wir gestern rausgestrichen haben. Ich will eigentlich auch gar nicht über das Thema an sich reden, aber mir ist einfach aufgefallen, dass jetzt bei der Tour de France zum ersten Mal die Hersteller hingegangen sind und schmale Cockpits gemacht haben. Das gibt es nämlich am Markt noch nicht. Und ich weiß ja jetzt so ein bisschen aus der Industrie raus, wie lang so ein Produktzyklus ist für so ein Carbonbauteil. Und ich denke jetzt so in nächstes Jahr, übernächstes Jahr, werden wir das erste Mal kriegen, auf dem normalen Markt auch. Es ist krass, wie lange das gebraucht hat zum Ankommen. Wieso erst nächstes Jahr? Ja, weil es jetzt ja quasi bei der Tour de France noch Sachen sind, die es noch nicht zu kaufen gibt. Aber gibt's doch schon. Schmale Cockpits gibt's nicht. Lenker vielleicht schon. Ja, genau, aber also so Einheiten. Aber kann sein, dass das, hätte ich jetzt gestern bei der Show auch gesagt, dass es einfach damit zusammenhängt, dass diese Puppy-Paw-Position verboten wurde und die Leute einfach, oder die RennfahrerInnen einfach allgemein höher sitzen, also aufrechter auch, also vorne Cockpit höher, damit sich reinlegen können und damit man oben schmaler geht. Aber wie Andi auch schon irgendwo meinte, dass man halt trotzdem noch mehr Kontrolle hat im Sprint und bergunter. Oder? Das mit. Genau. Also genau, die sind nämlich auch geflared, diese Cockpits, die wir da jetzt sehen. Also besonders ist es mir halt beim mein neues BMC Cockpit von... Ist nämlich auch schon Flair. Gibt's auch schon. Ja. Weißt du noch nicht, wann es kommt. Ist noch kein Liefertermin da. Ja, aber alle, die es im Moment halt wirklich so am Markt gibt, ob das jetzt Specialized ist oder was auch immer, die großen Hersteller, die haben noch keine wirklich schmalen Maße. Und ich habe mich halt schon die ganze Zeit aufgeregt, wann das endlich kommt. Und jetzt sehe ich es zum ersten Mal, dass es wirklich in einem ausgefertigten Produkt bei der Tour de France gefahren wird. Also kommt es auch auf den Markt. Ja, von Envy, die Cockpits, die jetzt UAE fährt, die kamen tatsächlich erst in der Woche vor der Tour. Also die. Also Pogacar ist es schon 2 Monate vorher gefahren. Auch alleine. Das Cockpit? Ja, kann sein. Auch das Cockpit, aber das, was er gefahren ist, war noch ein Prototyp, der keinen Flair hatte. Und jetzt bei der Tour haben sie die mit Flair, also so wie der Carbonlenker vorher genauso geformt war und auch die Breite ist genauso wie vorher. Und jetzt fahren, glaube ich, auch alle den Lenker. Vorher ist nur Pogacar den Lenker gefahren oder vielleicht noch ein, zwei andere. Und jetzt fahren alle den Lenker und 2, 3 Leute fahren das Cockpit. Also es ist immer noch nicht jeder das Gleiche. Ja, es kommt immer mal ein bisschen darauf an, wie schnell man sich so darauf einstellen kann oder will. Ne, wenn du so in der Woche vor der Tour nochmal einen Lenker änderst, wo die Maße vielleicht nicht 1:1 sind. So, manche sind da ja super empfindlich. Ne, also ein paar Millimeter Veränderungen sind dann schon zu viel. Bei manchen ist es nicht so das große Ding. Die machen einfach einen anderen Lenker drauf und fahren los. Ne? Ja, ich glaube, Breite ist auch wirklich viel Stil und Glaubenssache. Also
kann da ja jetzt mal wirklich behaupten, dass ich schon so gut wie alle Breiten, die von der UCI erlaubt sind, mal gefahren bin. Und wenn du da eine gewisse Gewöhnungszeit hinter dir hast, das ist wirklich kein Handling-Unterschied. Dass der Flair im Sprint unten da ist, ist definitiv wichtig und gut für Stabi. Das ist halt auch einfach ein mega angenehmes Gefühl. Aber ganz ehrlich, ich merke an dem 35er oben gar keinen Handling-Unterschied zu zuvor. Ja, aber jetzt einfach nur geiler. Das ist egal, aber also ein breiter Lenker, also sonst würden die ja beim Cross-Country im Mountainbike auch schmalere Lenker fahren, hätte ja Vorteile, wo sie... Wir reden ja, ja immer noch hier, ja, vom Rennradfahren, ne? Also ich rede nicht von Cross-Country Mountainbike fahren. Das macht keinen Unterschied, aber ja, also... Es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Also kommt da immer natürlich auch aufs Größenverhältnis an, ne? Wenn du jetzt mit, also wenn du Max Walscheid jetzt einen 36er Lenker draufbaust, der wird damit schon ein bisschen schlechter steuern als mit einem 38er oder 40er Lenker. Also es ist auch immer so ein bisschen, du wirst wahrscheinlich die Kurve auch fahren können, ja, aber so schnelle Reaktionen, auch das Sicherheitsgefühl, so, das ist bei einem breiteren Lenker auf jeden Fall mehr oder größer als bei so einem schmalen Lenker. Also der Größenunterschied ist definitiv ein Faktor, aber ich nehme es nicht wahr. Egal jetzt, ob irgendwie schnelle Abfahrt oder okay, wir sind jetzt nur rund um Köln als Rennen gefahren. Mehr Rennen bin ich mit dem Lenker jetzt noch nicht gefahren, aber es war gar kein anderes Gefühl als irgendwie früher. Ja, aber ich sehe das halt auch so ein bisschen jetzt da, bei Rose stecke ich da halt auch drin in der Entwicklung und klar, fürs nächste Rennrad, ne, die Standard-Cockpits, die es im Moment so am Markt gibt, die sind halt alle noch breit. Die sind echt einfach noch in den Maßen von vor, ich würde sagen, 5 Jahren. Und es dauert echt lang, so ein Teil halt wirklich dann an den Markt zu bringen. So zu beschließen in so einer Firma, wir machen jetzt die und die Maße, dann werden da ja erstmal 3D-Drucke gemacht, vielleicht mal was in Alu, dass du es fahren kannst. Dann wird irgendwann eine Form gemacht und das dauert dann 2-3 Jahre und dann ist es schon wieder überholt. Und ich sehe einfach jetzt zum ersten Mal, dass jemand am Markt die Eier hatte, in dem Fall eben Envy und ich habe es, glaube ich, bei BMC, an den BMC-Rädern von Agilis R habe ich es noch gesehen. Und bei BMC ist das eigentlich der Lenker, der auf den Crossrädern drauf war. Nicht Crossrädern, sondern auf den Gravel-Bikes. Aus dem Gravel-Bereich kennt man so Flair-Lenker ja schon länger. Jetzt nicht so in der Rennform, das jetzt auch erst vor kurzem. Ich weiß nicht, wie das BMC Race Gravel Bike heißt. Vielleicht weiß Paul das. Aber mit dem Modell kam auf jeden Fall dieser schmalere Lenker vom BMC. Und das haben dann die Teams direkt auch haben wollen natürlich. Ne? Weil ich glaube, so ein 38er Lenker ist ja schon, also 38er an den Bremsgriffen, ist schon also auch der Standard in der World Tour jetzt. Und ja, die ganzen Leute, die jetzt auf dem BMC mit einem schmaleren Flair-Lenker mit Flair unterwegs sind, die fahren auf jeden Fall dieses Modell, was eigentlich für das Gravel-Bike entwickelt wurde, aber jetzt eben auch auf dem Straßenrad zu fahren ist. Ja. Naja, dann wissen die auch Bescheid. Ich habe wieder gerade einen wilden Wechsel-Twitter-Post gelesen. Ich habe das hier schon reingeschrieben. Also erstmal, das war heute irgendwie heute Mittag schon oder gestern vielleicht schon, dass jetzt auch andere Teams an Remco interessiert sind, was natürlich immer der Fall ist irgendwo. Wir haben ja schon über Ineos geredet und riesige Gehälter. Jetzt ist auch wieder Bora und Israel im Spiel, zumindest gerüchteweise. Aber das Interessantere finde ich eigentlich, ich glaube so bei Bora gehen eventuell relativ viele Leute weg. Und es gibt jetzt auch wieder das Gerücht, dass Meus bei Astana im Gespräch ist und Schachmann bei Israel. Und es sind auch immer wieder Gerüchte über Leute, die noch eigentlich im Vertrag sind. Und das habe ich jetzt dieses Jahr wirklich oft gehört. Naja, wenn Boa Remco haben will, müssen sie Platz schaffen, ne? Budgetär. Und so ein Schachmann kostet sicherlich auch einiges an Geld. Ja, Nils Bullitt, gerüchteweise weg. Wo hast du Patrick Konrad? Das ist dein Herr. Das
weil ich habe heute Morgen beim Frühstück noch gelesen, dass tatsächlich Israel an Remco dran ist, aber Bohr nicht. Von daher. Und ich glaube, Israel hätte sogar ein Team schon, was man aufbauen könnte. Was auch gesagt, ja. Langsam wird's, ne? Ich glaube, da, echt? Also ich meine, die hätten auf jeden Fall finanziell die Mittel im Hintergrund, um so einen Transfer und so einen Fahrer zu holen mit noch ein paar Helfern. Ich glaube da aber wirklich nur an eine Spekulation, weil eben der Sportmanager von Israel Premier Tech, Rick Verbrügge, und an weitere Teile aus dem Betreuerstab irgendwie eine Verbindung zu Remco haben. Aber ich meine, in Belgien kennt sich sowieso jeder. Ich glaube, das ist schon eher eine Vermutung. Aber Chris Froome ja auch irgendwie jetzt, weiß ich nicht, ob er noch einen Vertrag hat, aber wurde jetzt auch stark kritisiert von dem Team-Eigner. Nee, der hat doch einen Vertrag, der jedes Jahr verlängert wird, oder? Ja, mag sein. Aber der Team-Eigner vom Team Israel Premier Tech, der hat ja jetzt zum ersten Mal öffentlich auch so seinen Unmut über Chris Froome geäußert. Und Chris Froome auf jeden Fall ein YouTube-Channel, den man sich mal bei Gelegenheit auch reinziehen kann. Was ich nicht wusste, habe ich jetzt einfach nur gehört, dass Froome anscheinend aber einen Teil seines jährlichen Gehalts zurück in Firmen investiert, wo der Adams auch rein finanziert hat. Also es ist quasi so ein geteilter Deal ist, dass nicht alles direkt bei ihm landet, sondern halt auch wieder als Reinvestment in Firmen reingeht, wo wiederum der Adams beteiligt ist. Habe ich jetzt sogar keine Ahnung, was. Schön Schiebung da hier am Start. Ne? Ich meine, Froome hat ja in einige Firmen investiert, ne? Ich glaube Hammerhead. Ja. Würde mich nicht wundern, wenn er diese Halterung da am Lenker auch investiert hat. So viel Werbung, wie er dafür macht. Faktor. Ja, hat er auch rein investiert. Ist auch Teilhaber. Aber was ich krass finde, Remco, wer ist eigentlich der Manager von Remco? Der Vater, oder? Oder der Pizza hat... Ich gestern schon fragen. Es gibt nur Camp Remco. Okay. Ey, der kann doch gerade einfach rumgehen und einfach irgendeine Zahl aufrufen, oder? Also es ist ja, wenn Ineos ihn wirklich unbedingt haben will, Israel auch und Bora, hast du schon mal drei Teams, die alle, ich weiß nicht, wie weit Bora mitgehen kann. Die müssen wahrscheinlich irgendwann mal einen Stift ziehen. Also ganz ehrlich. Wo habt ihr das her mit Bora? Das habe ich noch nie gehört. Bora hat auf jeden Fall... Das ist zwei Jahre alt, dass die... Nein, das halten wir jetzt, das bringen wir jetzt zum Leben. Stopp. Bora muss richtig Asche haben nächstes Jahr, weil ja Lidl, ich nehme das jetzt einfach mal als bare Münze, habe ich gehört, bei Bora rein wollte, Hans Grohe aber mehr gezahlt hat, um drin zu bleiben. Und da wir wissen, dass Lidl bei Trek Namenssponsor ist, kann die Summe jetzt nicht so klein sein. Aber Bora hat ja auch schon einige Fahrer verpflichtet, die jetzt wahrscheinlich nicht umsonst da fahren werden. Aber voll viele gehen weg. Komm, lass Gerüchte streuen. Remco zu Bora. Ja. Remco zu Bora, dann Deal. Da kann Jai nächstes Jahr schön Helfer machen. Und das habt ihr jetzt einfach irgendwo auf Twitter gelesen? Ja, das stimmt. Ist ganz einfach. Okay. so funktioniert doch die Welt heutzutage. Oder? Nee, das glaube ich auch nicht. Ganz ehrlich, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, Remco zu Ineos immer noch höchste Wahrscheinlichkeit. Aber Remco zu Israel wäre auch lustig. Und ganz ehrlich, die Mannschaft jetzt, langsam haben die genug 1,90 Meter, 63 Kilo schwere Jungs, die richtig schnell fahren können, zusammen. Aber ich habe mich letztens gefragt, jemand wie ein Pogacar, hat der überhaupt einen Manager? Weil der braucht doch eigentlich gar keinen, oder? Weil wenn er irgendeiner nur andeutet, dass er Pogacar ein Angebot machen will, dann hauen die einfach noch mehr Geld oben rauf bei UAE, oder? Das ist doch auch so ein endloser Vertrag, oder nicht? Kann sein, ja. Also Flatrate. Gibt ja auch noch andere Sachen, die der Manager für ihn vielleicht regeln muss. Ich weiß, muss man nicht erklären, was Manager jetzt macht. Das war jetzt einfach nur ein bisschen als Scherz gemeint, aber... Aber es macht die Arbeit von seinem Manager wahrscheinlich sehr einfach. Zumindest mal, was die Vertragsverhandlungen mit den Teams angeht. Ja, aber so ein großer Fahrer.
Aber ein Grund, warum Remco ja jetzt anscheinend das Team auch wechseln will, ist, also so zumindest mal, was ich jetzt heute Morgen noch gehört habe, dass er halt nicht zufrieden ist mit seinem Gehalt bei Lotto Soudal. Nicht Lotto Soudal. Ey, diese belgischen Teams und die Sponsoren machen mich fertig. Soudal de Koenig. Bei Soudal Quickstep. Und da muss man sagen, okay, da hätte vielleicht im Wedepol besser mal einen Agenten. Ja, dann hätte er vielleicht auch ein Gehalt, was seinem Marktwert entspricht. Und, ja, aber ich weiß nicht, wie einfach das ist. Nicht weniger. Wenn er jedes Mal zum Vertragsgespräch irgendwo in ein schickes Restaurant mit Patrick Lefebvre geht und Patrick mal unter den Tisch einfach kurz seine Eier packt und sagt, Junge, du bleibst hier. Weißt du? Also es ist halt... Ja, dann kann er ja vielleicht sein... hat Patrick Lefebvre auch besser irgendwann der Agent keinen Bock mehr. Von Wedepol mit... Patrick Lefebvre essen. Ja. Er ist ja der Vater, der ist ja dabei immer. Ja. Wir werden sehen. Es sind noch 2 Wochen, bis das Transferfenster offiziell öffnet. Aber vielleicht gibt es dann schon wieder was Neues. Bis dahin sind es auch alles nur Gerüchte. Es gibt richtig viele gute Beispiele, wo Frauen gute Fahrermanagerinnen waren. Aber es gibt, glaube ich, nicht so viele, wo Väter gute Fahrermanager waren, oder? Ja, dafür also Historie zu Familie, wenig. Also im Fußball ist es ja viel verbreiteter als im Radsport noch. Dass Frauen ist ja, kommt ja öfters Familienangehörige das Management mit übernehmen. Ja, also weiß ich auch nur gerüchteweise, dass den Vertrag von Chris Froome seine Lebensgefährtin ausgehandelt hat. Ja, mit der würde ich auch nicht scherzen. Ne? Also ich glaube, die ist nicht so... Ja, aber... Weiß ich nicht, ob der dann auch wirklich so einen guten Vertrag hat, wenn er dann noch, weiß ich nicht, wie viel Prozent zurück investieren muss. Das ist ja schon fast wie bei irgendwelchen dubiosen Pro-Teams, wo man Teile des Gehalts wieder über irgendeine Scheinfirma zurück an das Team bezahlen muss. Sowas soll es ja auch alles mal gegeben haben. Also von daher würde ich sowas immer Profis überlassen und kann natürlich, also muss ich ja jetzt sagen quasi, aber würde ich auch sagen, wenn ich selber kein Agent wäre, dass man da, ich meine, wenn du zum Zahnarzt, wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du auch zum Zahnarzt, ne? Und lässt dir nicht von irgendeinem Maurer irgendwie eine neue Kauleiste einbauen. Ja, gut. Oder vom Vater. Kannst du mir Zahn gibt ziehen? Ja gute und schlechte Zahnärzte. Ja. Das ist ja in jedem Berufsfeld so. Und dann ist es vielleicht manchmal auch besser, einfach zum Maurer zu gehen. Zum schlechten Zahnarzt. Aber nicht zum Vater. Ich habe noch eine Sache vergessen, hier im allgemeinen persönlichen Teil zu erzählen. Sau witzig. Wilma hat so eine Sammlung von mir mit Blitzerfotos. Und letzte Woche kam mal wieder eins. Das ist das beste Blitzerfoto seit langem. Ich überlege auch, das zu meinem Profilbild zu machen. Einfach mit Kato geblitzt. Einfach Oakley Kato im Auto zu schnell gefahren. Ach, geht noch. Ich darf noch weiterfahren. Rasen ist nicht cool, Basti. Das macht man nicht als Profilbild. Es war nicht gerast. Aber ich fand es auch ganz witzig, dass du die... Aber vor allem, du hast so ein Piepsding in deinem Auto. Brille dabei anhast. Ja, ey, ohne Scheiß, so. Ich weiß auch nicht noch die gehört, Gelegenheit hier. Nicht gehört einfach. Nee, ich war gar nicht so schnell, wirklich. Ich dachte, du kannst ja immer so ein kleines bisschen schneller fahren, als die Geschwindigkeit ist. Und ich dachte aber wirklich, ich bin Schweiz, noch drin. Kann ich dir sagen. Ich dachte. Ja, war nicht in der Schweiz, war Kreis Borken. Das erinnert mich gerade an so eine Anekdote, die mir mal ein Kumpel erzählt hat, wie er auf einer Brücke hier in Köln unterwegs war, wo seit 700 Jahren Blitzer steht und er meinte so, ja, mir kam es schon so komisch vor, dass alle Autos so langsam gefahren sind und ich habe die rechts und links überholt und dann hat es geblitzt, aber ich dachte wirklich nicht, dass ich so schnell war. Ja. Aber ich habe, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber ich habe, also das würde ich jetzt einfach schon zu mir sagen, weil mir schon öfters gesagt wurde, ich habe ein richtiges Talent, um Blitze aufzuspüren. Ich brauche so ein Gerät gar nicht. Ich habe quasi einen Radarblick. Um die Radars zu finden. Also wisst ihr, ich meine? Also ich fahre sehr viel Auto. Ja. Und ich fahre natürlich immer Richtgeschwindigkeit, ne? Selbstverständlich. Und deswegen habe ich natürlich auch. Aber du siehst die halt einfach. Also, bei Richtgeschwindigkeit. Und ja. Das ist krass. Ich bin jedes Mal selbst von mir überrascht, wie gut ich da drin bin.
Ja, also, nice. Ich fahre einfach nie zu schnell. Ey, du fährst wirklich sehr langsam, ja. Ja. Ah, ich das bin Beste schon wär, richtig viel geblitzt worden. Wenn es ein Tempolimit geben würde, weil dann kann ich immer nur mit Tempomat fahren. Ja, kannst du auch so. Und alle sind gleich schnell. Ist wie in Holland. Ja, Holland ist so entspannt aber zum Auto fahren. Du fährst doch trotzdem immer nur 120, 130. Also ich meine, wo ist denn jetzt der Unterschied zum Tempo? Ja, aber es ist zu stressig auf deutschen Autobahnen, Paul. Weißt du, du müsstest mal mehr nach Holland fahren. Nee, aber so. Du fährst über die Grenze, alles ist entspannt. Fahr einfach rechts. Oder Belgien. Fahr einfach rechts. Fahr einfach rechts. Fahr einfach rechts. Damit Paul Voss vorbeischießen kann. Mit seinem Blitzerradar. Mit meinen Augen, Junge. Alright, gehen wir mal zu unserem nächsten Rennfahrer, würde ich sagen, oder? Und der hat sogar ein Rennauto. Sehr gerne. Auch Rennautofahrer, genau. Jo, selten war ein Gast schneller wieder im Besenwagen als dieser von heute. Ich glaube, das müsste der Rekord sein für einen zweiten Besuch. Ich könnte sein, nicht, naja, ein halbes Jahr war vielleicht dazwischen, ne? Herzlich willkommen, Luca Schwarzbauer. Die Besenwagenfahrt hat sich richtig gelohnt auf jeden Fall und Andi hat es eben schon gesagt, gefühlt alles abgeräumt seitdem. Servus. Hi, servus. Ja, danke, dass ich wieder da sein darf. Richtig cool. Ja, ich glaube, im November letzten Jahres oder im Dezember haben wir aufgenommen. Ja, genau. Ja, Aufhänger damals war gewesen, dass du letztes Jahr Tom Pidcock bei einem Shorttrack-Weltcup abgehängt hast im Sprint. Und zwar war Pidders komplett chancenlos. Ja, und dann haben wir so ein bisschen über deine ganze Karriere geredet. Auf jeden Fall, wer das heute hört und die andere Folge noch nicht gehört hat, hört euch das an. Super interessant. Auf jeden Fall eine Karriere mit Tiefen, bevor jetzt wieder Höhen kommen. Und dann haben wir dich im Winter so ein bisschen beobachtet auf hauptsächlich Instagram-Stories, wie du so trainiert hast. Und Paul und ich haben auf jeden Fall uns regelmäßig in unserer WhatsApp-Gruppe ausgetauscht. Was ist da eigentlich los? Was ist mit Schwarzbauer los? Nur 500-Watt-Intervalle die ganze Zeit? 10 Minuten, 15 Minuten gefühlt? Ja, 500 Watt? Genau, wo will der hin? Nicht 500 Watt pro Minute, sondern halt so absurde Anzahlen von Minuten auch noch. Sah auf jeden Fall, also das Training im Winter sah stabil aus. Von mir aus hätten wir dir da einfach schon Weltmeister-Trikot geben können, weil war für mich weltmeisterlich. Ja, gut, bis dahin ist es jetzt noch eine ganze Weile, 3-4 Wochen, ne? Aber gut, das Trikot zu sich zu holen, das ist eine ganz andere Challenge nochmal als gute Wattwerte im Winter zu fahren, aber logisch ist die Basis, ne? Aber grundsätzlich würde ich jetzt mal behaupten, bist auch du zufrieden mit dem Ertrag des Wintertrainings, oder? Ja, sehr, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt dieses Jahr nochmal sehr konstant unterwegs gewesen und auch die Top-Leistung war nochmal ein bisschen besser. Aber im Endeffekt, also ich will überhaupt nicht mich beklagen, aber ich denke, so ein paar Sachen haben auch noch nicht 100% funktioniert. Beispielsweise habe ich schon ein paar Mal angesprochen, habe ich so ein bisschen seitliche Bauchmuskelprobleme, verspannt sich gern mal. Das haben wir jetzt, glaube ich, halbwegs in den Griff bekommen, aber das kam irgendwie zu einem ungünstigen Zeitpunkt und ja, mit Physio und Atemtraining und so lang versucht, das wegzubekommen und hat dann auch immer besser funktioniert, aber braucht halt seine Zeit, gerade wenn man in so einer Zeit ist oder in einer Phase, in einer Periode, wo es halt dann wirklich von einem Rennen zum anderen geht, das ist immer ein bisschen schwierig. Zwischendurch auch entsprechend so recovern ist, klar. Ja. Hey, bevor wir jetzt kurz in die Tiefe der Ergebnisse gehen, die du dieses Jahr schon eingefahren hast, erzähl bitte kurz die Geschichte, wo du jetzt letztens hier beim Kickroller-Weltcup teilgenommen hast. Ja, gerade beim letzten Weltcup in Val di Sole war es so, dass ich, also sowieso schon, anfangs war ich ganz sehr solide mit dabei, dann ist mir die Sattelstütze ein Stück reingerutscht, ich glaube in der zweiten oder dritten Runde. Dann, ja, ich glaube, also es war wirklich nur ganz wenig, aber ich habe es gesehen, dass ich mein Tape um Sattel ein bisschen gewölbt hat und dann ist natürlich auch so ein mentales Ding und man hat das Gefühl, man fährt die ganze Zeit ja, irgendwie mit Dropper Seat Post unten. Aber ja, dann bin ich irgendwie von 3 auf 4, auf 5, auf 6 zurück und dann in der letzten Runde habe ich um Platz 7 mich gebettelt und dann wirklich schon komplett am Limit gewesen und eine sehr, sehr lange Zielgerade, also quasi erst in die eine Richtung, dann auf die andere. Wir kommen aus der Abfahrt, ich beschleunige
um die Kurve, erster Dritt, und irgendwie hat sich halt die Kette einmal richtig quergestellt in der Abfahrt und quasi erste Pedalumdrehung. Ich natürlich auch voll reingetreten aus dem Nichts und dann abgefatzt, was echt auch ungeschickt ist. War jetzt die erste SRAM-Kette der neuen Gruppe, die jetzt seit einem knappen Jahr auf dem Markt ist, die mir gefatzt ist. Aber zu einem eher ungünstigen Zeitpunkt. Und dann war es noch, ja, Tretroller bis ins Ziel. Aber ja, habe dann eben nur als Elfter gefinisht, anstatt Siebter. Aber naja, war jetzt auch kein Sieg in Aussicht, sagen wir mal so. Mal kurze Frage, warum fährst du eigentlich keine Drop-SC-Post? Gewicht? Boah, das ist ein Thema für sich. Also ich habe ja, auch schon letztes Jahr lange versucht, mich da irgendwie dran zu gewöhnen, aber im Endeffekt läuft es an der Nose, dass ich dann doch nie so richtig gepackt habe, mich daran zu gewöhnen. Und es liegt einmal ein bisschen am Versatz, dass ich ein bisschen Versatz nach hinten hatte, aber mittlerweile würde mir RockShox, denke ich, auch irgendwie was bauen, was dann einen Versatz ermöglichen würde, also so ein Setback. Und das nächste ist, dass ich einfach irgendwie immer Rückenprobleme bekommen habe und das ist ganz schön krass, wenn ich in der Abfahrt, also man steht ja in der Abfahrt im Normalfall, aber setzt sich dann doch alle paar Sekunden mal ganz kurz hin. Und wenn da dann, wenn ich diese Möglichkeit nicht hatte oder halt viel weiter runtergehen musste, ich weiß auch nicht so genau, aber ich hatte auf jeden Fall in der Zeit jenseitige Rückenprobleme die ganze Zeit und dann ist halt irgendwann wieder aufgeben. Und ich meine, am Ende ist es natürlich schon so, dass es auch ein ordentlicher Gewichtsnachteil ist, auch wenn die Vorteile für die meisten, denke ich, überwiegen. Ja, also dieses Kickroller-Video, das müssen wir auf jeden Fall irgendwie in den Folgenpost mit reinkriegen. Das sieht so extrem lustig aus, wie du über die Ziellinie fährst. Ja, musste auch nochmal all in gehen, weil Platz 12 kam schon von hinten angerückt. Ja, irgendwann Kurve gefahren, habe mich kurz umgedreht, dachte, kommt niemand. Dann zwei Sekunden später nochmal umgedreht, scheiße, kommt doch jemand. Und dann all in. Aber ja, am Ende hat es dann wenigstens noch gereicht, den Platz zu halten. Ja, aber weil ich sowohl Ende Juli auf jeden Fall trotzdem ultra erfolgreiches Wochenende, du hast einen von zwei Short-Track-Weltcups dieses Jahr gewonnen dort, ne? Ja, genau, den zweiten dann dieses Jahr. Und ja, zweimal auf dem Podium? Genau, erst Dritter in Oemesto, das war ein bisschen schwierig, das habe ich vielleicht auch nicht so ganz ideal gemacht. Dann habe ich in Lenzerheide gewonnen. Leogang, da kam der Kurs mir eigentlich überhaupt nicht entgegen. Das war ein abartiges Brett, also so dermaßen steil. Und auch sehr lang. Bin dann aber da irgendwie Zweiter geworden. Das war eigentlich so für mich fast noch das Überraschendste. Aber an dem Wochenende war ich, glaube ich, einfach auch so in Topform, mental und physisch. Und dann habe ich in Val di Sole genau nochmal gewonnen. Quasi dann von vier Weltcups jetzt auch viermal auf dem Podium und zweimal gewonnen. Von dem her natürlich, alleine das ist natürlich schon mehr, als ich mir erhofft hätte für dieses Jahr. Also da will ich auch gar nicht jetzt Trübsal blasen. Das wäre natürlich, ja, vermessen. Wo bist du Zweiter? Also ich weiß nicht, ob ich es Hauptrennen nennen kann, aber du weißt, welches ich meine, das lange Rennen? Genau, in Leogang. Ja, im Langrennen im XCO, olympischen Distanz. Ja, auch in Leogang. Eigentlich ähnlich. Strecke, also ja, offensichtlicherweise bin ich nicht gerade der leichteste Fahrer, so mit 75, 76 Kilo, aber irgendwie einen absoluten Sahnetag erwischt. Und am Ende des Tages ist es zwar sehr, hat's extrem viele Höhenmeter, aber es ist auch so ein bisschen konstant. Du kannst viel so aus dem Sattel gehen, kannst viel einfach nur reintreten und das ist so ein bisschen dann auf der anderen Seite ja auch wieder ganz gut für mich. Und von dem her, das war, also für mich persönlich klar, ich denke für die Sponsoren und so für die Außendarstellung waren jetzt die XCC-Erfolge, also die Short-Track-Erfolge Freitagabends, die größeren, aber so für mich persönlich, denke ich, war auch der Tag jetzt der größte jetzt bisher, vielleicht sogar auch für mich so der größte in meiner Karriere. Da war ich wirklich, ich glaube, 11 oder 13 Sekunden, ich glaube 13 Sekunden am Sieg dran und ja, das war schon, glaube ich, so, ja,
Aber es war auch, muss ich sagen, jetzt von diesen vier Weltcups, die bisher waren, wirklich das einzige Mal, dass jetzt alles zusammenläuft im langen Rennen. Ich glaube zum Beispiel in Novo Mesto wäre ich rein theoretisch physisch nochmal in ein bisschen besseren Form gewesen. Da habe ich es wirklich auch einen Punkt hinbekommen, aber ja, ihr wisst, wie es ist. Tagesform, mentale Sachen, keine Fehler, keine Fehlentscheidungen während dem Rennen. Irgendwelche körperlichen kleinen Beschwerden können da einen halt auch schnell mal raushauen aus den Positionen, wo man eigentlich enden will. Du warst. Ich will nur mal kurz erklären, merkt ihr die Frage? Ich will nur noch mal kurz erklären für Leute, die jetzt die letzte Folge noch nicht gehört haben oder weshalb auch immer Rennradfahrer warum sind. Warum auch? Und keine Ahnung von Cross-Country, Mountainbike haben. So ein Weltcup-Wochenende besteht aus einem Short-Track-Rennen am Freitagabend und aus dem, in Anführungszeichen, Hauptrennen am Sonntag. Und ein Short-Track ist ungefähr 20 Minuten lang und ist halt komplett all-out. Ist es auch eine kleinere Runde? Ja, ne? Das ist eine ganz andere Runde. Es ist eigentlich auch schneller. Ich denke, die Durchschnittsgeschwindigkeiten sind so im Short-Track, es variiert natürlich extrem auch zwischen 25 und vielleicht sogar mal über 30. Während im langen Rennen, also hört sich natürlich für Straßenfahrer viel, also extrem langsam an, aber ja, ihr wisst, mit Mountainbike dann auch über technische Passagen, man bremst halt extrem viel, viel mehr als auf dem Straßenrad, sprich es geht viel Energie flöten, ist dann natürlich über 30 oder auch mal, ich glaube in Novo Mesto sind wir schon deutlich über 30 gefahren, ich weiß es nicht, aber gefühlstechnisch würde ich es jetzt mal so sagen. Ja. Genau, und was jetzt Luca quasi ist, bisher so ein bisschen oder hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen als Short-Track-Spezialist gemausert. Er sagt schon, nicht der leichteste Fahrer, sehr, sehr punchstark und eben letztes Jahr erst ein Short-Track-Weltcup-Erfolg, was schon unfassbar gut ist, aber jetzt eben auch, und so habe ich es auch da in Leogang wahrgenommen, das ist das erste Sonntagspodium gewesen für dich auch, oder? Ja, genau, ja. Genau, also dann im Hauptrennen über 1,20, anderthalb Stunden ungefähr, dann eben auch jetzt schon in Podiums- und in Siegreichweite, was halt echt nochmal ein Riesenschritt ist. Aber, Paul, du hast dir deine Frage auch nicht gemerkt. Gerade so. du hast ja jetzt zwischenzeitlich sogar den Gesamtweltcup angeführt, ne, für ein Rennen. Ja, genau. Also ich habe deinen zweiten Platz im Sonntagsrennen geschaut. Also ich habe mir die Short-Track-Rennen auch zum Teil angeschaut, aber ich fand das am Sonntag, weil das irgendwie, das ist für mich so ein bisschen die Königsdisziplin. Ja, klar, ist es ja und auch. Und ja. Da habe ich schon mitgefühlt, weil du fandest mir egal, weil natürlich auch mit, wie heißt der eine Schweizer, der Platten hatte, erst in Führung lag. Matthias Flückiger, genau, und dann ja. Warst du in Führung und dann kam auf Glück, einmal ja. Der andere Schweizer. Ja, das war krass, auf jeden Fall, es war ein geiles Rennen und jetzt wollte ich wissen, also wie ist dein Fokus jetzt noch für den Rest der Saison? Hast du eigentlich jetzt Hauptziel WM, also wirklich alles darauf und dann so ein bisschen egal, was drumherum passiert? Oder versuchst du auch den Gesamtweltcup zu gewinnen? Das ist ein guter Punkt. Ich weiß nicht, ob Basti eingangs schon gesagt kurz, ich fahre jetzt die deutsche Meisterschaft auch nicht und das genau, also da wollte ich jetzt einfach zu sagen, im Endeffekt ist es so, dass für mich, glaube ich, wirklich jetzt der XCC, ob ich es nun wollte oder nicht, ursprünglich wichtiger ist als für die meisten anderen. Ungefähr gleich wichtig, würde ich sagen, wie jetzt das Rennen am Sonntag. Also mir wäre es natürlich recht, ich könnte am Sonntag meinen absoluten Hauptfokus drauflegen, weil ich da sicherer Top-3-Kandidat bin. Aber da muss ich dann ganz ehrlich sein, wenn ich halt im Shorttrack gewinnen kann und im langen Rennen um einen Top-5-Platz und nur im allerbesten Fall um den ersten Platz mitfahre, dann muss ich einfach auch ein bisschen auf die sichere Karte setzen und am Freitag schon vor allen Dingen mental halt voll da sein. Und ich glaube, das ist für die meisten anderen ein bisschen anders. Die gucken, dass sie so Top 8 oder Top 16 fahren, damit sie in den ersten zwei Startreihen starten, weil eben die Reihenfolge auch nach dem Freitagsergebnis ein bisschen wie in der Formel 1, dem Qualifying quasi, abläuft. Und für mich geht es auch wirklich darum, auch da ganz vorne mit zu sein. Es liegt auch ein bisschen daran, dass halt irgendwie sich das so, also das war auch ein bisschen Glück, ihr habt ja auch schon oft über die UCI gesprochen, aber in dem Fall, glaube ich, wirklich auch mal was richtig gemacht, dass die am
Freitagabend es so platziert haben. Und ich habe das Gefühl, dass wirklich so um 18, 19 oder dann auch manche gucken es ein bisschen nach, so um 20, 21 Uhr am Freitagabend das angucken, wenn sie daheim sitzen beim Abendessen. Und dass Sonntagmittags um 15 Uhr das gar nicht unbedingt immer so oft angeguckt wird, weil die Leute selber Radfahren sind oder so. Mhm. Und ich glaube, dass es sehr an Bedeutung gewonnen hat. Und entsprechend habe ich dann auch versucht, eben meinen Fokus ein bisschen jetzt darauf zu legen. Was ich aber eigentlich sagen will, für mich ist so ein Weltcup-Wochenende krass anspruchsvoll, natürlich für die anderen auch, aber ich muss halt eigentlich zweimal richtig da sein, um ganz vorne mitfahren zu können und meine Ziele zu erreichen. Und entsprechend habe ich mir jetzt quasi dann, oder habe ich mich dazu entschlossen, die deutsche Meisterschaft auszulassen, die jetzt dieses kommende Wochenende stattfindet. Tut mir auch ein bisschen leid für die Veranstaltung von Albstadt, weil die dort ist die deutsche Meisterschaft. Da war ja bisher auch ein Weltcup. Ein bisschen aus, ja, auch Gründen, weil halt es wahrscheinlich Veranstaltungen gibt und Events, die noch mehr Kohle bieten können als die Albstädter, haben sie den Weltcup nicht mehr bekommen, obwohl sie ihn ausrichten wollen, obwohl es eigentlich ein super Event auch war, muss man sagen. Es war nicht das Größte, auf keinen Fall, aber es war immer gute Stimmung, es war gut besetzt, für die Fahrer war es gut, für die Fahrerin. Und jetzt ist es natürlich so, kommt so ein bisschen rüber wie so ein, ja, Mittelfingerzeig Richtung den Organisatoren, dass ich da dann nicht mitfahre. Natürlich, das Event findet auch ohne mich genauso gut statt, aber trotz allem genau, ich bin jetzt dazu entschlossen, um einfach dann die Freshheit und ja, um frisch genug zu sein für den Rest der Saison. Mal so der Plan, ihr wisst, wie es ist. Manchmal läuft es halt auch ganz anders und man denkt dann, ja, wäre ich wenigstens bei der Deutschen noch am Start gewesen. Aber ich hoffe mal, dass es ein bisschen anders ausgeht und ich zumindest dann das Führungstrikot im Shorttrack behalten kann oder mich aufs Podium in der Gesamtdistanz oder vielleicht ja sogar das mit den Regenbogenstreifen. Aber das wäre natürlich schon das absolut Krasse und davon gehe ich jetzt auch mal nicht aus, obwohl ich jetzt natürlich für den Shorttrack auch mindestens mit Favorit oder auch ja, der Favorit bin. Ja. Wie ist denn die Strecke in Schottland bei der WM? Das ist jetzt komplett neu. Ich meine, bei euch Straßenfahrer ist es jetzt ja, eigentlich üblich, dass dann die WM-Strecken ganz neu sind. Da glaube ich selten dann schon Events genau auf der Strecke stattgefunden haben. Bei uns eher unüblich, aber in dem Fall habe ich jetzt auch nur YouTube-Videos bisher gesehen. Ich glaube, dass relativ viel gebaut ist. Ich glaube, dass es jetzt nicht so mega kletterspezifisch ist, was jetzt ja grundsätzlich mir mal entgegenkommen sollte, was auch gut ist, dass in Schottland bekanntermaßen nicht so heiß ist, aber ja, werden wir sehen. Ich denke, es wird schon passen und am Ende ist es einfach auch so, wenn man Form hat, zumindest im Mountainbike-Business, dann fährt man vorne mit und dann ist es auch ein bisschen egal, auf welcher Strecke. Ja, scheint so, wenn man sich Leogang anguckt, dann, wenn du schon selber sagst, das war nicht deine Strecke. Ja, vielleicht kurz, bevor wir da nochmal so ein bisschen auf die Vorbereitung Richtung WM eingehen, die interessiert mich nämlich auch nochmal. Aber vielleicht doch nochmal kurz auf die Deutsche jetzt am Wochenende. Du bist nicht dabei, aber du hast natürlich einen guten Überblick über den deutschen Fahrermarkt und Fahrerinnenmarkt. Wer sind deine Favoriten fürs Wochenende? Wo finden die statt? Wo sollen die Leute hin? Worauf können wir uns einstellen? Also genau, grundsätzlich findet es in Albstadt statt, ganz bekannt wegen Weltcup bisher, wie gesagt. Ja. Und freitags Shorttrack, sonntags die Hauptrennen. Und was Kandidaten angeht, ist es glaube ich relativ spannend. Also jetzt klar, wenn ich dort gewesen wäre, im Moment war ich jetzt, ich glaube, ich war das ganze Jahr immer erster Deutscher. Ah ne, einmal den Platten in Lenzerheide, da war ich nicht erster Deutscher. Aber sonst wäre ich jetzt der Favorit gewesen. Aber ansonsten ist es, glaube ich, relativ ausgeglichen. Es könnte Georg Egger, der war jetzt vielleicht so bisher fast sogar der stabilste noch dann nach mir. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz genau, wie es die letzten zwei Wochen lief bei ihm. Dann Max Brandl als Titelverteidiger und sowieso auch immer starker Fahrer bei deutschen Meisterschaften. Definitiv. Dann David List. Und
ja, Leon Kaiser und dann gab es zwei Verletzte, die jetzt zurückkommen, Julian Schelb und Niklas Scheel. Ich denke so, das sind die Namen im Männerfeld. Im Frauenbereich ist es eigentlich ähnlich ausgeglichen. Nina Benz, denke ich, ist da eine, die vorne mitfahren kann. Leonie Daubermann, Ronja Eibel vielleicht, ja, so, genau. Also ich kann nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Ich war in Bad Salzdetfur zuletzt und das war auf jeden Fall eine geile Veranstaltung. Also bis DM-Straße war jetzt auch richtig massiv gute Veranstaltung, muss man sagen. Aber ansonsten war so letztes Jahr mein Eindruck, diese DM-Cross-Country konnte man sich schon ein bisschen besser geben als so ein Straßenrennen. Ja, und ich glaube in Albstadt, das könnte schon auch richtig gut werden. Klar, es ist halt, also Weltcup ist eine ganz, ganz andere Nummer. Das ist auch ein bisschen der Grund. Es ist einfach, im Endeffekt geht es halt immer um das Trikot. Das ist das große Ding. Ob man dann Zweiter oder Dritter wird, ist ein bisschen egal. Klar, wenigstens noch eine Medaille, aber ob du Vierter oder Siebter wirst, das kann vielleicht für dich selber cool sein, aber am Ende ist es natürlich für die Sponsoren und für die Öffentlichkeit meistens nicht ganz so relevant. Ja. Dann jetzt nochmal auf deine Vorbereitung, so Richtung WM oder vielleicht auch Richtung jedes Weltkampfwochenende, weil du hast jetzt schon, wir sprechen hier viel mit Sportlern, mit relativ guten Sportlern, wir sprechen viel über Rennen und Erfolge, die die so hatten, aber was mir jetzt halt bei dir besonders auffällt, ist halt, dass du wirklich so eine ganz andere Wahrnehmung hast, wie du dann in so ein Wochenende reingehst oder in so ein Rennen reingehst. Du hast jetzt viel von körperlicher und mentaler Shape gesprochen und so. Was sind deine Stellschrauben? Du hast gesagt, in Nove Mesto warst du wahrscheinlich am besten körperlich drauf. Woran machst du das fest? Wie bereitest du dich vor und wann bist du top vorbereitet? Also, das Ding ist, und das habt ihr eingangs schon ein bisschen erwähnt, mein Training gestaltet sich oft als anstrengend, was eben durch meinen Trainer verursacht wird meistens oder provoziert wird. Und das heißt, ich fahre einfach relativ viel All-Out-Efforts. Also ich glaube wesentlich mehr, als das der Durchschnitt so macht. Klingt erstmal ziemlich Harakiri. Es ist aber auch so, dass es es gibt auch Faktoren im Training, die nicht so krass belastend sind. Zum Beispiel die gesamte Stundenanzahl, denke ich, gibt es viele, die mehr fahren. Mhm. Auch die Wiederholungen innerhalb der Intervalle ist meist nicht so hoch, aber zum Beispiel ein FTP-Intervall würde man jetzt sagen, okay, man fährt, ich weiß nicht, wie zum Beispiel Paul, du das machst, aber die übliche Variante, die ich jetzt so von früher kenne, ist ja zum Beispiel, dass man sagt, man fährt irgendwie 8x10 Minuten FTP. Nie sowas. Gemacht. Wie würdest du jetzt ein FTP-Programm fahren? Ja, auch unterschiedlich, aber auch keine 8x10 Minuten, halt so verschiedene Längen und ja, also jetzt, ich kann es gar nicht so pauschal beantworten, möchte sein, weil es da so viele Abwandlungen gibt. Also ich trainiere mich ja auch nicht selber. Aber würdest du das am Stück fahren, jetzt das Intervall oder? Nee. Würdest du so fahren, dass es quasi am Ende nur die letzten Wiederholungen dann richtig hart ist? Oder würdest du von Anfang an so fahren, dass du quasi jetzt im Idealfall würde man ja die FTP so 40 Minuten durchhalten oder 45 Minuten? Ja, genau. Aber das ist ja prozentual. Also, aber gut, ich verstehe die Frage gerade nicht. Genau, also einfach wie das Intervallprogramm. Was ich damit sagen wollte, ist einfach mein Intervallprogramm. Und das ist aber symbolisch für die meisten Zonen. Ich fahre einfach zum Beispiel mein 20-Minuten-Wert versuche ich dann 20 Minuten zu fahren. Und dann ist das Intervall vorbei. Oder wenn ich jetzt FTP fahre, versuche ich quasi so lange wie möglich 45 Minuten. Richtung 40 Minuten zu kommen. Aha, und sprich, okay, also wenn ich jetzt merke, ich fahre nach 30 Minuten, falle ich vom Rad mit dem FTP-Wert, den ich noch vor einer Woche 40 Minuten durchgehalten habe, dann weiß ich ein bisschen, in welche Richtung das geht. Und wie gesagt, das hört sich auch jetzt eigentlich sehr primitiv an oder ja, laienhaft, aber es wird schon auch sehr gut überwacht, würde ich jetzt einfach mal behaupten, und bisher gehe ich jetzt auch nicht so abartig ein. Ich finde es interessant, was ich, also ich habe so eine Variante jetzt
noch nicht gehört, muss ich sagen, aber ich finde es interessant, aber es funktioniert. Ja. Am Ende muss es ja auch funktionieren, ne? Und es funktioniert ja für dich. Genau. Also. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da auch schon immer reflektiert, würde ich sagen, und ich hinterfrage. Also gerade am Anfang, als ich zum Barry kam, mein Coach, der ja die Pauline Ferrer-Briand bis letztes Jahr auch trainiert hat, die jetzt quasi mit diesem System auch 4 Weltmeistertitel geholt hat, allein im letzten Jahr und weiß nicht, wie viele in den Jahren zuvor. Klar, die ist sowieso ein Talent, wie wahrscheinlich es alle 10 Jahre nur gibt. Aber im Endeffekt war es schon so, dass ich am Anfang auch dachte, ey, ist das dem sein Ernst? Also so gerade im Februar, als es dann so losging. Aber wie gesagt, es ist dann einfach auch so, dass wenn er jetzt sagt, fahr deinen 20 Minuten wert, solange du den eben durchhältst und ich bin dann nach 17 Minuten kaputt, dann ist halt auch vorbei. Und dann fahre ich noch ein Stündchen und bin wieder daheim und das Training ist quasi nach einem Intervall beendet. Mhm. Und jetzt, um mal auf den Punkt zu kommen, wenn man das jetzt quasi auch Richtung 5 Minuten Werte anschaut, klar, ich fahre jetzt nicht nur einmal 5 Minuten, aber dann halt vielleicht dreimal 5 Minuten und dann jedes Mal aber Vollgas, dazwischen eine Viertelstunde Pause oder so, dann weiß ich schon sehr genau, in welche Richtung meine VO2 Max im Moment geht, wo mein Schwellenwert liegt. Ich weiß auch, wo meine 30 Sekunden wieder, also wenn ich jetzt zum Beispiel 30-30er fahre oder 40-20er oder was auch immer, ich habe. Ja, genau. Also im Endeffekt nicht immer, aber schon eigentlich so gut wie immer. Und wie gesagt, es gibt auch entlastende Faktoren. Ich glaube, mein Training ist wahrscheinlich schon ein bisschen überdurchschnittlich hart, aber es ist auf jeden Fall nicht das härteste Training. Und ich weiß aber relativ genau, würde ich einfach mal sagen, wo ich im Moment stehe. Also polarisiert immer, ist es auf jeden wo Fall meine nicht. FTP ist. Ja. Das ist halt so das Gegenteil von polarisierten Training. Nee, aber ich finde das. Ja. Ey, gut, ich meine, uns beide zu vergleichen macht eh keinen Sinn, weil ich fahre 6 bis 10 Stunden Radrennen und du fährst ideal. Ja. Dein Hauptziel sind 30 Minuten. Ne? Also 20 bis 30 Minuten. Ja, im Shorttrack, genau, 20 ja. Minuten. Klar, irgendwo soll ich dann so auch die 1 Stunde 20 ich mach durchhalten. Ich mache Mobility und du machst halt. Ja. So viel Laktat genau. Halt auch wie möglich genau. Mitbilden können und das auch verarbeiten. Genau, ja. Teilweise. Aber das sind ja, ist ja dann auch 1 oder 2 Einheiten pro Woche. Und sonst ist natürlich auch viel Grundlagentraining, stinknormal, 4 Stunden, 5 Stunden, Straße, flach. Wenn ich mir jetzt gerade überlege, das so zu machen, genau. Alter Schwede. Ey. Es ist auf jeden Fall auch so, dass ich nicht nur weiß, also wie gesagt, dieses Training ist, klingt jetzt so, als wäre das irgendwie das Nonplusultra. Das sollte auf keinen Fall. Ich glaube, es gibt ganz viele Wege. Ist definitiv auch so. Und ich weiß ja nicht mal, ob das für mich der beste Weg ist. Kann auch sein, dass ich mit einem anderen System schon alle Weltcups gewonnen hätte. Glaube ich jetzt nicht, aber könnte ja sein. Was ich sagen wollte, habe ich jetzt erst vergessen. Aber dann kann ich kurz was sagen. Aber ja, selbst wenn das so ist, und es sich herausstellt, dass das nicht das Perfekte ist, es ist ja auch eine Weiterentwicklung, weil, also ich meine, du bist ja jetzt ja besser als letztes Jahr. Also ich meine, du gewinnst ja, also von daher. Ja, genau. Und ich glaube, es ist auch noch ein bisschen Potenzial da. Es lief jetzt noch nicht 100% rund. Wir werden sehen, ist reine Spekulation. Aber was ich sagen wollte, ist genau, ich merke auch meine mentale, mein Wille quasi, all in zu gehen. Mhm. Sprich, ich weiß, wenn ich eine Woche vorher 2-mal solche Intervalle gefahren habe und ich dann gemerkt habe, okay, ich war mental da, ich hatte Bock, richtig Gas zu geben, dann weiß ich schon relativ genau, in welche Richtung das gehen will, um eben diese Aussage jetzt mal zu bestätigen oder klarzustellen, warum ich meinte, ich war in Novo Mesto in Topform, weil ich eben da gemerkt habe, physisch, mental, ich war am meisten Fokus, war am meisten Fokus da und die Freshness und deshalb habe ich auch jetzt so ein bisschen beschlossen, okay, ich nehme jetzt nochmal ein bisschen raus und versuche wieder mich auf so ein Ziel dann vorzubereiten, ein bisschen ähnlich wie da eben in Novo Mesto, wobei das dann eben am Ende auch für die restlichen Rennen gut geklappt hat, aber genau, so, um jetzt mal die Frage lange zu beantworten. Das erklärt auch so ein bisschen diese 14 Minuten Intervalle mit der hohen Wattzahl. Ja. Die waren halt all out, auch auf jeden Fall. Meistens ist es. Ja, aber es beruhigt mich. Ich dachte, es wären so deine normalen
So, keine ja. Ahnung, so 90%. Ja, 90% sicher, aber halt, was weiß ich, aber auf jeden Fall gut, dass es bei dir auch wehtut dann. Okay. Ah, definitiv, ja. Das tut eigentlich öfters weh, als mir dem ist. Aber du hast gerade gesagt, du hast da jetzt schon so ein bisschen Routine, dich so auszubelasten im Training. Wie war das am Anfang? Hast du da Probleme mit gehabt? Oder, weil ich kenne das so von mir noch, jedes Mal, wenn so Testtage oder sowas anstanden und ich wusste, ich muss mich jetzt im Training hier ausbelasten, das war irgendwie nicht so meins. Ja, absolut. Also das ist auch wirklich so, dass ich am Anfang, mir ging es genauso. Früher war es einfach so, ich bin im Training quasi oft so nahe an meine Grenzen, aber es hieß dann immer, okay, wenn du jetzt diese 8 Minuten mit dem und dem Wert geschafft hast, dann ist es auch vorbei. In meiner Variante würde es heißen, fahr so lange, wie du kannst. Mhm. Und das heißt halt immer, du kannst deine Grenze ja selber verschieben. Mhm. Und wenn so ein Test ansteht, wie du sagst, dann machst du genau das. Und wenn das jetzt aber 2-mal oder im krassen Fall sogar 3-mal in der Woche ansteht, dann kriegst du natürlich nach kurzer Zeit einen keine Ahnung, Moralschaden, weil du das gar nicht packst, also mental einfach. Und dann habe ich natürlich am Anfang auch gesagt zu meinem Coach, Junge, was soll das, was ist dein Ziel? Und ehrlich gesagt hätte ich auch, also ich weiß nicht, ob, wenn er jetzt nicht diese Sportler eben und Sportlerinnen trainiert hätte und die dermaßen erfolgreich gewesen wären und er jetzt irgendwie so komplett ums Eck gekommen wäre, mit absolut keiner Reputation, dann hätte ich mir wirklich überlegt, ob das der Richtige für mich ist. Aber er sagte dann zum Beispiel, Junge, guck dir an, du fährst irgendwie diese heute jetzt 1 Minute Efforts. Das heißt, du musst 5-mal all out fahren. 5-mal 1 Minute. Dein ganzer Job für diesen Tag und auch für den Vortag, beim Vortag fahre ich chillig Grundlage, dann mache ich diese 1 Minute Efforts, am nächsten Tag fahre ich wieder chillig Grundlage, dann habe ich vielleicht sogar noch einen Ruhetag, sprich ich habe in 4 Tagen eigentlich nur 5 Minuten, in denen ich voll da sein muss. Mhm. Und so musst du das auch angehen. Sprich, 2 Minuten vorher denkst du noch gar nicht so richtig dran. Klar musst du dich irgendwo bereit machen, du musst dich gut ernähren, damit du nicht Spuckerle machst beim Sprint, aber versuch das einfach so anzugehen. Und das war auf jeden Fall auch ein Learning, irgendwie das zu verstehen, wie man quasi, weißt du, kannst ja auch in ein Rennen gehen, dass du sagst, okay, ich muss alle Dinge erledigen, damit es läuft, sprich, ich muss mich natürlich irgendwie einstellen, ich muss irgendwie überlegen, fahre ich links, fahre ich rechts, mache ich meine Startnummer auf der linken Seite vom Trikot oder auf der rechten Seite vom Trikot hin, musste ich also ein bisschen mit dem Rennen befassen. Aber am Ende des Tages ist das eine halt irgendwie so die Gefühlswelt, sprich, mache ich mich verrückt, und auf der anderen die ganz rationale Ansicht, ich fahre und beschäftige mich eigentlich nur im Rennen mit dieser Anstrengung oder halt im Training. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe das ja, das ist schon irgendwie 2-3 Jahre her, wo ich im Training immer diese 30-Sekunden-Intervalle gefahren bin. Und das war genau das Gleiche eigentlich. Also ist natürlich auf meinen Hobbykörper runtergerechnet. Und wenn ich 5 Minuten All-Out mehrmals fahren müsste, wäre ich auf jeden Fall auf dem Friedhof zu finden für längere Zeit. Aber mit diesen 30 Sekunden war das genau das, was mich da auch wirklich vorangebracht hat. Weil du dich einfach innerhalb von dem Training, ich musste das, ich glaube, dann 9-mal machen, halt 4,5 Minuten lang unheimlich konzentrierst. Ja, genau. Und halt nur für diese 30 Sekunden quasi wirklich das Gehirn komplett auf deinen Körper fokussierst und den Rest aber chillst. Genau. Aber das ist halt die große Challenge dann und die große Aufgabe, nicht morgens aufzuwachen um 7 Uhr und erstmal einen Schock zu bekommen, weil du weißt, in 4 Stunden sitzt du auf dem Fahrrad und kriegst kompletten Nervenkollaps, sondern mal erstmal gemütlich frühstückst und so weiter und dich einfach gar nicht mit dem Schmerz, der dir bald entgegenkommt, auseinanderfasst. 1 Minute, Lukas Schwarzbauer, wie viel Watt? 970 oder 900, also auf jeden Fall eine 1000, aber relativ knapp drunter. Du bist knapp mit drunter. Dem Simon gefahren, ne? Ja, Simon Andreas mal gefahren, genau. Das habe ich nämlich auch gesehen, das Video. Ja, ich habe dich eigentlich nur verfolgt, um deine Wattwerte mitzusehen.
Das war so eine Guilty Pleasure im Winter. War einfach mal so gewartet, bis du wieder was postest und irgendwelche Wattwerte mit, oder Schweiß überlaufender Radcomputer oder irgend sowas. Ja. Das ist schon geil. Ey, 900, ne? Was ja, ist das? Aber natürlich, also um das mal noch ganz kurz nochmal betont zu haben, man muss natürlich auch immer aufpassen, ne? Also gar keine Frage. Und man braucht auch, glaube ich, ein bisschen Trainingserfahrung und man muss trotzdem Grundlagentraining machen. Kids don't und try so weiter this at home. Und man vielleicht macht man auch eine jährliche oder halbjährliche medizinische Untersuchung. Ärztlich. Einmal TÜV, bitte. Ich könnte gar nicht eine Minute lang im Stehen fahren. Also ich habe gar nicht so viel, also mein Oberkörpermuskulatur wird krass. Nee. Krank. Ja gut, das stimmt schon, in den Armen, da kannst du dann schon auch mal richtige Probleme bekommen bei solchen Einheiten. Ich kann halt easy 100 Kilometer im Stehen fahren. Ich meine, ich würde auch sagen, glaube ich, kein Straßenprofi fährt eine Minute all out im Stehen. Glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Aber wenn er die fahren muss, quasi ja, als Test. Ja, weil kannst du auch nicht so lange stehen. Ja gut, aber wenn es bergauf geht. Eine Minute. Ey, da hast du so viel Laktat in den Armen. Ich habe das ja einmal gemacht und da habe ich auch wirklich einen zufriedenstellenden Wert erzielt und ich glaube auch, ich bin maximal 10 Sekunden da im Sitzen reingefahren ja, genau, oder maximal 15 und den Rest im Stehen. Ja, aber das ist ja wirklich, ich muss mich ja... Aber ich könnte es, also bin ich mir sicher. Ich könnte so eine Minute all ich habe schon mit Radprofis gesprochen. Ja, gut, 30 Sekunden im Stehen, da muss ich mal kurz 5 Sekunden hinsetzen und dann geht es auch wieder, aber durch? Nee. Also da muss ich richtig Krafttraining machen für. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Aber hast du das gesagt, Luca, dass du es komplett im Stehen gefahren bist? Ja, das mache ich auch wirklich noch bei der 5. oder 6. Wiederholung. Was? Also ey, guck dir die nochmal an, Mann. Das ist voll die Maschine. Ja. Jetzt ohne Mist. Das ist halt... wenn du wirklich 900 noch was Watt im Sitzen fahren würdest, also dann gute Nacht. Nee, also, Mann, geht nicht. Ich glaube, 900 Watt, das würde ich, glaube ich, vielleicht schon ein paar Sekunden im Sitzen hinbekommen. Aber das kriegst du einfach, egal wie gut dein Herz-Kreislauf-System ist, von der Kraft her einfach nicht. Also klar, Bahnradsprint oder sowas mit Sicherheit. Ja, auch die Verfolger, so Anfahrer und so, die gehen auch in die Richtung, dass sie dann, also zumindest mal Watt pro Kilogramm, auch so 12, 13 Watt sind das ja bei dir dann auch. Gibt es auf jeden Fall auch einige und die fahren dann irgendwann im Sitzen. Ja, aber die könnten es wahrscheinlich auch nicht im Stehen. Also, Nikias Arndt ist ja so einer, der sprintet ja auch immer im Sitzen. Mhm. Ja, nice. Jungs, ich will euch hier eigentlich nicht abwürgen. Aber du hast noch ein paar Räder auseinanderzubauen. Ein bisschen was zu tun, muss ich leider sagen. Ja. Aber ich meine, wir können Lukas, ich finde, wir müssen ihn noch mal reinholen. Öfters. Ja, also spätestens. Ja, ja. Also ich hoffe, dass du irgendwie so ein Weltmeistertrikot oder halt Gesamtweltcup. Oder vielleicht auch beides. Ist auch in Ordnung. Ja, ist in Ordnung. Hätte ich auch nichts dagegen. Gibt es Shorttrack-Weltmeisterschaft? Ja, klar. Geil. Ja. Ah, stimmt. Hat Sam Gaze im Moment, ne? Ja, exakt. Wisst ihr, dass Van der Poel und Pidcock auch am Start stehen? Aha. Echt? Also, wann ist das Rennen? Welcher Tag ist es? Ich glaube, 12. August. Ist. Okay. Also, das ist lange Rennen und zwei Tage vorher ist, also 10. August müsste das dann sein. Ja, ich bin 4. bis 8. glaube ich, da. Ah, schade. Wann ist Straßenrennen davor, ne? Der ist am selben Tag wie Marathon. Deswegen war das für mich günstig, diese Veranstaltung zu besuchen. Nee, aber maximal viel Glück. Also, danke, wir Deutschen sind wieder wer im Mountainbike-Sport. Ja, ohne Scheiß. Ein Star ist wieder im deutschen Mountainbike. Wir haben das schon so oft hier gesagt. Also, irgendwann müssen wir mal eine komplette Besenwagen-Tour zum Mountainbike-Weltcup machen. Wir haben dieses Jahr schon die Chance, aber da haben wieder ein Teil nicht Zeit. Ich. Leider ein bisschen zu spontan die Einladung aber bekommen. Ich hätte ja schon mal Bock mir. Ja, was heißt zu spontan? Es ist noch ein anderes Event, wo Paul Pfosten mal endlich wieder um Trikot fährt. Ja, aber dann kommt da so ein anderer Mountainbiker und will das auch haben. Das ist halt. Aber mehrere. Aber das müssen wir uns eigentlich nächstes Mal geben, weil das sieht so geil aus im Fernsehen, Mann. Ja. Es sieht einfach nach Spaß aus. Genau, ich kann euch auch ein bisschen sagen, weil ihr müsst schon auch gucken, welche Weltcups, weil es gibt Riesenunterschiede. Zum Beispiel Leogang, also eigentlich das schlechteste Event. Und das Beste? Also ich hoffe, es hört kein Organisator zu, aber es ist einfach, es ist die schlechteste Stimmung, muss man einfach so sagen. Es ist auch für die Zuschauer am
wenigsten cool. Novo Mesto ist brutal, Lenzerheide ist brutal, die waren jetzt schon. Andorra ist geil. Das ist halt von der Kulisse auch Hammer, da auf fast 2000 Metern. Wir wären jetzt nach Léger eingeladen. Léger ist auch richtig gut, genau. Ja. Was, also, genau, Leogang ist nicht so der Oberhammer, weil die Sohle ist jetzt von der Stimmung her vielleicht auch nicht mega. Aber Downhill und sowas, alles zusammen, ne? Oh, geil. Genau. In der Schild. Ah, geil, Mann. Nee, wir müssen, wo alles ist. Immer Downhill, Short Track. Also, ist es ja, meistens. Léger, ja. Paul Scheiß auf DM, komm. dann heißt nachher Hashtag wirklich Baum Gravel Gott, ey. Und das ganz so einfach will ich. Ja, Baum DM. Ganz so einfach will ich das nicht machen, ey. Kannst du ihm auch mal gönnen? Nee, komm. Ich kann es mir mal gönnen. Also, der ist noch so jung, dann kann er ein paar Mal Deutscher Meister werden, ey. Bei mir nackt der. Wie heißt das? Senioren-Deutscher Meister. Ja. Alright. Ich wünsche dir auch auf jeden Fall viel Glück. Vielleicht schaffe ich es irgendwie. Mhm. Ich bin auch die Woche da in Glasgow, in Schottland. Uns, ja. Vielleicht schaffe ich es auch nach Glentress Forest. Cool. Ja, wird, glaube ich, schon auch insgesamt, oder? Aus Straßenfahrerperspektive ein ziemlich geiles Event, oder? Ja. Ist auf jeden Fall. Riesengroß. Vielleicht gehe ich noch Radball gucken oder so. Okay. Okay. Danke, ich bedanke mich. Euch auch, oder Paul vor allen Dingen, dir viel Danke, Erfolg. Danke, ebenso. Genau, aber das ist ja auch noch ein ganzes Stück. Ja. Genau. Ja. Ich muss, bevor wir hier komplett offline gehen. Kannst du auch noch mitfahren gehen, vielleicht. Ey, aber ja, ich muss ja endlich mitfahren. Gravel-Weltmeisterschaften. Es sind im Oktober. Wann ist sind die? Am 8. Oktober. Ah, da bin ich, glaube ich, noch in Kanada. Schade. Ja. Da ist auch noch Weltcup der letzte. Okay. Ja, genau. Gut. Erstmal vielen Dank. Bevor wir hier komplett offline gehen, mache ich noch einen kleinen Shoutout. Luca, falls du Besenwagen-Show auf YouTube noch nicht gesehen hast, musst das machen, jetzt sofort. Und wer uns und diese Show unterstützen will und sich selber noch was Gutes dabei tun will, der checkt nochmal auf Blackroll ein und gönnt sich mit Besenwagen 15% auf alles außer Sale. Ciao. Besenwagen-Anruf-Beantworter. Hallo, liebes Besenwagen-Team. Ich schicke euch liebe Grüße aus Ecuador, der Heimat von Richard Carapaz. Ich bin hier gerade im Auslandssemester und kann die Tour deshalb nur auf ESPN mit spanischem Kommentar verfolgen. Einer der Kommentatoren ist außerordentlich großer Fan von Guillaume Martin, weshalb ungefähr jedes dritte Wort Philosopho ist, also Philosoph. Heute wurden außerdem exklusiv die Preise an einem Tour de France Merch Stand erfragt. Und jetzt weiß ich auch, dass eine Tour de France Tasse 25 € kostet. Von daher freue ich mich wieder auf die Tour nächstes Jahr mit den vertrauten Kommentatoren in der ARD und den entsprechenden Hotelpreisinfos. Grüße gehen raus an meinen Freund und Besenwagenhörer Jonas aus Gießen. Liebe Grüße, Michael. Danke und Küsschen.